Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem Primetime-Magazin. Diese Woche ist Valentinstag und da haben wir uns gedacht, da machen wir doch mal ein Special. Nur mit Liebesthemen. Wir bringen die Liebe wieder zurück auf den Bildschirm. Bitteschön. Hier habe ich für Sie das Buch der Valentinsgeschichten aus aller Welt. Da gucken wir mal nach, was hier steht zum Thema Japan zum Beispiel. In Japan kriegen die Männer von der Partnerin dunkle Schokolade zum Valentinstag geschenkt und müssen, um ihre Liebe zu zeigen, einen Monat später umso mehr weiße Schokolade zurückschenken. Und sie müssen sie pink verpacken. Je mehr pink und je größer in pink es ist, desto besser. So wie ich zum Beispiel. Anna war zu Gast auf Aida Bella und sie wurde unser Herzblatt. Gucken Sie mal. Weihnachten steht vor der Tür und ich wünsche mir etwas von dir, was man mit Geld nicht kaufen kann. Was würdest du mir schenken? Wow, das ist jetzt eine schwere Frage. Erstmal sehr sympathische Stimme, muss ich ja sagen, liebe Anna. Aber ich glaube, mir bleibt da gar nichts anderes übrig, als dir ein paar unvergessliche Momente auf einer wunderbaren AIDA-Reise zu schenken. Wir gehen zusammen essen und meine Portion fällt mir leider zu klein aus. Ich frage dich, ob ich was von dir abbekomme. Du hast aber selbst noch Hunger. Wie löst du das Problem? Ich gebe dir mein Essen und vernasch dich später. Liebe Kinder, das erklären euch die Eltern. Es geht um Süßigkeiten. Es geht nur um Süßigkeiten. Ich habe etwas zu essen zwischen den Zähnen. Wie machst du mich darauf aufmerksam? Ich würde dich darauf aufmerksam machen, dass die Essensreste auch dein schönes Lächeln nicht entstellen. Du siehst, dass ich im Fitnessstudio mehr heben kann als du. Was ist deine Ausrede? Ich glaube, ich fange an zu weinen und verlasse das Fitnessstudio und gehe dann zum Häkelkurs oder so. Kandidat Nummer 2. Ich möchte mit Kandidat Nummer 3 Computer spielen. Das ist aber nicht sein Ding. Was denkst du, würde er mir als Alternative vorschlagen? Was er vorschlagen würde? Ja. Na, da ja jetzt immer noch Kinder anwesend sind, kann ich das leider nicht ehrlich sagen. Aber ich glaube, mit dem Häkeln, das hat sich ja ganz spannend angehört, oder? Liebe Anna, nun musst du dich entscheiden. Möchtest du Kandidat 1, der dir ein Getränk ausgeben möchte, der die Essensreste um den Mund auch offen ins Gesicht sagt, der etwas länger braucht beim Antworten und der eigentlich ein Schleimer ist? Oder möchtest du Kandidat 2, der dir unvergessliche Momente auf einem Kreuzfahrtschiff beschert, der dir immer vertraut, während er mit dir beim Sparring ist, der liebevoll ist und der mit dir Sonnenuntergänge in der Ferne bewundern möchte? Oder ist es Kandidat 3, der dich eigentlich vernaschen möchte, der dich auf Händen trägt, saufen kann wie ein Loch und gerne mit dir einen Häkelkurs besuchen möchte? Nun, liebe Anna, nun musst du dich entscheiden. Kandidat 1 nicht. Komm, Kandidat 1, gerne hier nach vorne und sag einmal Tschüss, unser Barmanager Daniel Neubert. So, wen möchtest du auch nicht? Ich glaube Nummer 3. Und wir sagen Dankeschön an Restaurantleiter aus dem Rossini, Mike Zettel. Liebe Anna, und hier ist dein Date! Robert Breuer! Und ich möchte euch gerne verraten, was ihr gewonnen habt, denn wir laden euch ein. Mit unserem Primetime-Helikopter werdet ihr ein wunderbares Wochenende... Nein, pass auf. Wir laden euch ein zu einem romantischen Date für 10 Minuten in der Pizzeria auf der Gelf. Danke fürs Mitmachen. Euch eine schöne Zeit. Dankeschön. In England gibt es den Valentinsbrauch schon seit dem 15. Jahrhundert und die Liebenden haben sich kleine Geschenke gemacht. Wenn man bei uns zum Ensemble gehört, dann kann man sein Geschenk auch mal singen. Und das hat Nathan gemacht für seine Sarah in der Primetime. Und jetzt holen Sie mal schnell die Taschentücher raus. Viel Spaß. Dass ich diese Primetime etwas anders machen werde. Ich versuche es auf Deutsch. Du weißt, dass du mein Ein und Alles bist.
and I love you. You help make me the man, the best man I can be. Ich liebe dich und du machst mir der glücklichste Mann der Welt. Und ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Also, ich habe eine Frage. Wort. Der Valentinstagsbrauch geht auf Bischof Valentin aus Italien zurück. Der lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und verwählte Verliebte. Als Geschenk überreichte er den frisch Vermählten einen Blumenstrauß aus seinem eigenen Garten. Und weil bei uns an Bord so tolle Sträuße im Blütenmeer sind, setzen wir diese Tradition fort. Und jetzt gucken Sie mal, wie Janine Harry geholfen hat, mit einem Blumenstrauß einen wunderbaren Liebesantrag zu machen. Viel Spaß! Das, also verheiratet seid ihr schon, ansonsten würde er jetzt einen Heiratsantrag machen. Seid ihr schon, ne? Ja. Aber der wird jetzt sowas von romantisch, dass du weinen wirst, wirklich. Ich sag's dir. Oh nein. Doch, es wird so schön. Okay, ich bin bereit. Und wenn wir jetzt noch richtig, romantische Musik kriegen, dann würde Harry jetzt alles geben und den Moment nicht zerstören. Ich möchte keinen Druck aufbauen, aber... Und das Schöne ist, wir sind alle dabei. Ja. Kann losgehen, Harry. Jetzt? Ja. Oh, Blumen, Harry. Oh. Wo hast du die her? Ist doch schön. Oh Gott, oh Gott. Ach, hey. Oh Gott. Ah, ah. Seit erstem Tag, wo ich dich gesehen habe, ich hab dich geliebt. Und... Weiter, Harry, läuft gut! Die alle Jahren. Also, ich liebe dich immer noch. Ich werde dich immer weiter lieben. Weil du hast mir immer die Kraft gegeben, durch die schweren Zeiten, unsere schweren Zeiten zusammen, also durchzugehen. Ich liebe dich über alles. Oh, nee, ne? Und am schönsten ist es doch, wenn keiner etwas ahnt. Und glücklicherweise haben wir den Nummer 1 Amor überhaupt bei uns an Bord, Stefan Hartmann. Gibt es einen schöneren Liebesengel? Nein. Und jetzt gucken Sie mal, wer überrascht da war. Udo oder Heike? Guten Tag, die Herrschaften. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Das waren jetzt die Ersten, die jetzt gerade mal ganz freiwillig Hallo gesagt haben. Das ist ja großartig. Das ist jetzt total blöd. Ne? Schönen guten Tag. Sie haben es gerade gesehen, Dean ist aufgestanden, wenn ich mit der Frau reden möchte. Weg da, alles klar, gut. Das ist in Ordnung. Das ist schön, Sie können das schon mal halten, ganz kurz. Vielen Dank, ein Applaus für Sie. Es gehört ja zu Ihnen? Jawohl. Wer ist es? Mein Lebensabschnittsgefährte. Bitte was? Ein Lebensabschnittsgefährte. Ein Leben? Haben Sie mehrere? Sie haben mehrere? Ja, Stefan, die Reise ist lang, ne? Ja, also, Moment. Alles klar. Wie heißt er? Das ist der Udo. Das ist der Udo. Ah, da spreche ich mit Udo. Udo, alles klar, können Sie mir das mal hergeben? Das nehmen Sie jetzt mal. Alles klar, gut, wunderbar. So, Udo, schönen guten Abend. Grüße Sie. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Udo, wie lange seid ihr schon zusammen? 17, 18. Jahr. 17, 18. Jahr. Ja, Sie wissen es nicht genau irgendwie oder so. Da, okay, ich frage mal die Heike. Heike, wie lange sind Sie schon zusammen? Im 19. Im 19. So, also ihr seid jetzt tatsächlich im 19. Jahr seid ihr schon? Volltreffer. Okay, im 19. Jahr, das ist unfassbar. Und nie irgendwie drüber nachgedacht, aus diesem schlamperten Verhältnis, wie meine Mama immer gesagt hat, da mal was Anständiges draus zu machen? Ich wollte eigentlich mal mit 66 heiraten. Und da habe ich noch ein paar Jahre. Ehrlich? Okay. Also Sie würden sich auch, Sie sagen, Sie würden sich noch Zeit lassen. Udo, was ist bei Ihnen? Ich habe mal diese Reise hier.
Ich will sie heiraten. Meine Damen und Herren, Udo und Heike, das ging schnell. Gucken Sie sich das an. Meine Damen und Herren, mit Ring. Liebe Regie, das wollen wir zeigen auf der LED. Und wir wollen natürlich wissen, liebe Heike, was hast du gesagt? Bei so vielen Zeugen muss man ja sagen. Sie hat ja gesagt! Meine Damen und Herren, Heike und Udo, das Traumpaar auf Aida Prima, diese Reise. Und wenn diese Reise Wellen schlägt, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Udo und Heike. Und wenn auch Sie jetzt so richtig in romantischer Stimmung sind, dann kommt ja unsere Pink Valentine Aktion genau richtig für Sie. Bitteschön. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche. Ihnen wünsche ich einen hervorragenden Sonntag und einen wunderbaren Valentinstag. Bis zum nächsten Mal. Thank you.